Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, das erste Video im Jahr 2020. Und wie ihr es gerade schon gesehen habt, ist sie endlich da. Die Tenere 700 ist angekommen, das schöne Stück. Heute, 1. März, heißt also schon Saisonbeginn. Das heißt, die meisten von euch werden eh schon heute den ganzen Tag unterwegs gewesen sein, wenn das Wetter halbwegs gepasst hat bei euch und jetzt am Abend das neue Video angucken. Ich habe das Bike abgeholt vom Händler vor 2 Tagen. Es ist jetzt alles noch mehr oder weniger original. Griffheizung ist angebaut, das ist die originale Yamaha-Griffheizung, die ist jetzt dran. Sie ist tiefer gelegt, wie man eventuell auch am Hinterrad sieht, dass das ein bisschen höher in der Luft schwebt als bei der normalen Tieferlegung. Sie ist nämlich über das komplette Fahrwerk 4 cm runtergelassen worden, also hier über die Gabel im Prinzip durchgesteckt und dann unten diese Umlenkung. Dadurch hat man die bessere Position von Lenker zu Sitzposition, nur falls die Frage kommt, warum ich das nicht über die Sitzbank machen lassen habe. Genau, Tankrucksack von SW Motor habe ich drauf, einer mit Bandeln hier zum Clipsen, weil das meiner Meinung nach das Bessere fürs Offroad ist. Und wird die Tage über noch das Zubehör angebaut, wie zum Beispiel von Time to Ride der Cruzi Tempomat, der hier auf den Gasgriff draufgesteckt bekommt. Dann kommt noch die Navi-Halterung vorne ans Rohr hingeschraubt und verkabelt. Und ja, die Skidblade, die ich mir noch gekauft habe in Schwarz. Die ist ein bisschen größer als die Originale, wird noch angeschraubt. Und dann Ende März kommen auch noch die Kofferträger dran für meine Taschen von Moskomoto. Und jetzt baue ich das ganze Zeug mal kurz an. Also die Navi-Halterung wird kurz angeschraubt und dann zeige ich euch das Ganze mal, wie das dann ausschaut, wenn das fertig ist. So, für die Montage der Navi-Halterung gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Ich habe das TomTom Rider 55, das hat also diesen Kopf hier, so. Und da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, wie man an dieser Stange eben diese Halterung befestigt. Ich habe mir jetzt von Kugelflex, heißt glaube ich die Firma, einmal so eine Montageplatte bestellt. Das ist quasi so eine 4-gige Platte, die da direkt aufgeschraubt wird, weil ich nicht ganz sicher war, was passt. Und das Alternative wäre quasi ein Kugelkopf, der auch hier aufgeschraubt wird. Das heißt, hier kann man dann von auch der Firma oder von Ram Mount einen Kugelkopf montieren. Das heißt, entweder ist dann das ganze System einfach nur relativ eng oben am Tacho angebracht oder mit diesem System eben ein bisschen variabler. Also ich habe es jetzt mal nur provisorisch hingehalten. Aber mit dem anderen System wäre das Ganze halt viel höher. Das heißt, ich könnte es bis hier nach vorne bringen. Also wie man es ganz gut sieht, so ist jetzt die Halterung mit dem kurzen Weg. Jetzt kann ich es natürlich noch, bevor ich es festziehe, anpassen. So wäre es jetzt ungefähr im Winkel wie das Display. Aber hier ist die Ganganzeige, die ist so angeschnitten, sage ich mal. Ist jetzt an sich nicht schlecht. So finde ich es eigentlich ganz gut im Querformat, weil es dann nicht sehr viel verdeckt vom Display. Also von dem hier. Ich meine, da an sich ist ja nichts Relevantes drin. Mal kurz schauen. Also Ganganzeige würde ich so immer noch sehen. So finde ich es ziemlich perfekt, auch vom Abstand her. So ist es vielleicht suboptimal. Ich werde es mal so montieren und dann einfach mal über die Zeit gucken, wie mir das taugt. So, und so schaut jetzt die schwarze Platte aus. Ist natürlich ein deutliches Stück massiver. Und da sie schwarz ist, lenkt sie auch nicht so den Blick auf sich. Ja, das war's auch schon mit dem ersten Video von mir in der Tenere 700. Wie ihr seht, ist der erste Aufkleber angebracht. Ich hoffe, für den einen oder anderen war auch was Sinnvolles dabei. Ich mache mich jetzt auf die erste kleine Tour. Bisschen durch die Gegend cruisen. Das heißt, ihr seht mich gleich wieder auf dem Bike in der GoPro-Perspektive auf meinem neuen Video, das dann folgt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's es gut und ciao.